Herzlich willkommen zum Themenstrang Hierarchieabbau. Ein schwieriges Wort für mich, aber wir werden das schaffen. Blicken wir wieder in die USA. Spätestens mit dem Buch von Frederic Laloux über die Neuerfindung von Organisationen, in denen er viele internationale Beispiele von Unternehmen vorstellte, die sich alle anders und anders bedeutet hierarchieärmer aufstellten und damit erfolgreich wurden. Spätestens seit diesem Bestseller ist der Abbau von Managern ein großes Thema in Businesskreisen. Mal abgesehen davon, dass viele dieser Führungsebenen eh wegfallen im Laufe der Automatisierungsprozesse, aber dazu mehr im Themenstrang Mensch-Maschine-Interaktion. Dies also hier nur als weitere Nebenbemerkung. Frederic Laloux führt unter anderem die kalifornische Tomatenfabrik Morningstar an, die seit mehr als 25 Jahren einen Ansatz fahren, den sie Selbstmanagement nennen, und der darauf beruht, keine Managerebene zu führen, sondern jeden einzelnen Beschäftigten als Manager seiner eigenen Arbeit zu sehen, inklusive der Saisonarbeiter, die nur temporär auf den Feldern arbeiten. Morningstar, nur für den Kontext, ist der größte Tomatenverarbeiter in den USA. 25-30% der prozessierten Tomaten, also Pizzabelege, Tomatenmark und so weiter, stammen von Morningstar. Übrigens kein selbstverwaltetes Kollektiv, sondern ein inhabergeführtes Privatunternehmen ohne Investmentkapital, sondern generisch wachsend. Chris Rufer gründete das Unternehmen 1970. 1990 stieß dann Doug Kirkpatrick dazu und kurze Zeit später führte Chris Rufer das Selbstmanagementprinzip ein. Mit Doug konnten wir in San Francisco sprechen. Ihr könnt das Interview im Archiv sehen. Wie es dazu kam, wir hatten einfach das Self-Management Institute angefragt, ein Institut, das von Morningstar aufgebaut wurde, um ihre eigenen Organisationsform immer weiter zu verfeinern. Dieses Institut leitete unsere Anfrage an Doug weiter, der nämlich seit 2002 als Berater selbstständig anderen Unternehmen hilft, diese Prinzipien anzuwenden. Dies nur mal so zur Kontextualisierung. Also, wie arbeitet Morningstar? Wir hatten es in der Einführung bereits angeführt. Das gesamte Mitarbeitergefüge basiert auf zwei zentralen Prinzipien, die Chris Rufer zu Beginn formulierte. Erstens, übe keinen Druck aus. Zweitens, steh zu deinen Selbstverpflichtungen. Auf diesem Grundprinzip aufbauend verpflichtet sich jeder Einzelne jedes Jahr zu ca. 30 Aufgaben in einem schriftlich fixierten Paper, das er mit den 10 Kolleginnen austauscht, mit denen er am meisten zu tun hat. Und die dazu dienen, die Mission von Morningstar zu erfüllen. Selbstverständlich. Solch eine Aufgabe kann zum Beispiel sein, ich achte beim Befüllen der Wagen sorgfältig darauf, nur gute Ware auszuliefern. Oder ich helfe mit, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen und so weiter. So denke ich mir es, zumindest mit den Aufgaben. Was wichtig ist bei solch einer Selbstverpflichtung, ist die Anforderung an die Menschen, selbst dafür zu sorgen, dass sie diesen selbstgesetzten Aufgaben auch nachgehen können. Die notwendige Weiterbildung, Rahmenbedingungen und Abstimmung mit den Kollegen sind selbstverständliche Anforderungen, um bestimmten Aufgaben nachgehen zu können. Und so haben bei Tomatostar circa die Hälfte aller Kollegen in der Zwischenzeit eine Weiterbildung absolviert, wie man gut mit Partnern verhandelt zum Beispiel. Weil auch dafür sind sie selbstverantwortlich, dies zu organisieren und durchzuführen. Auch gibt es regelmäßige Informationen und Weiterbildung, um den finanziellen Kontext des Gesamtunternehmens abschätzen zu können. Weil wenn man zum Beispiel einen neuen Drucker braucht, um seiner Aufgabe nachkommen zu können, dann kauft man einfach einen, ohne vorab irgendwen zu fragen, ob das okay ist. Die Rechnung wird dann anschließend an die Buchhaltung geschickt, die ist dann bezahlt. Natürlich gibt es noch ein paar Regeln so zum Budget, aber im Großen und Ganzen ist jeder selbstverantwortlich. Nun werden vielleicht viele denken, aber können das denn alle? Gibt es nicht auch schwarze Schafe, die das System dann einfach ausnutzen, sich gemütlich machen und einfach eine ruhige Kugel schieben? Sicherlich würden es bestimmt einzelne Personen versuchen, so meinte Doug, aber da in einem selbstgemanagten System jeder eine Stimme hätte, würde das teamintern eher so reguliert. Erst wenn gar nichts mehr untereinander geht, dann wird ein Mentoring-Prozess angestoßen, der nur in ganz wenigen Fällen schließlich auf dem Schreibtisch von Chris Rufer landet, der dann das letzte Wort hätte, sofern man sich nicht vorab schon selbst geeinigt hat. Gerade die einfachen Landarbeiter und Landarbeiterinnen lieben dieses System, weil sie eben in Würde arbeiten können, ohne einen Chef, der andauernd gängelt,
Das Institut hatte dazu kürzlich eine Studie durchgeführt. Tolles Modell, dem einige Firmen nachzueifern versuchen. So auch Buffer, die aber für sich einige Prozesse verändern mussten, weil die generischen Hierarchien, die zwangsläufig entstehen aufgrund unterschiedlicher Erfahrungswerte und unterschiedlicher Hilfsbereitschaft, im Umstellungsprozess zu Problemen führen kann, wenn man bestehende Produkte und Dienstleistungen mitziehen will. Deshalb wird jedes einzelne Unternehmen seine eigene Adaption entwickeln müssen, könnte ich mir vorstellen. Aber wir leben ja eh in einer Zeit, in der nicht mehr das eine Modell für alle passen kann. Womit wir bei Zappos wären, die zwar nicht mehr direkt in Kalifornien sitzen, aber im benachbarten Las Vegas und über deren Serendipity und die Stadt als Coworking denken wir im Themensprang Networking sprechen. Zappos, ursprünglich ein Schuhlieferant, die irgendwann von Amazon für viel Geld aufgekauft wurden, aber weiterhin selbstständig ihr Ding da durchziehen dürfen. Sie experimentieren seit einiger Zeit konsequent mit dem Holacracy-Ansatz von Brian Robertson. Sie arbeiten sehr eng mit ihm zusammen, bauen aber ihre eigenen Erfahrungen zwischenzeitlich selbst zu einem Geschäftsmodell aus, also so eine Art Geschäftsmodell, dass derzeit so viele Nachfragen offensichtlich gibt nach neuen Organisationsformen, dass sie nicht mehr hinterherkommen. Deshalb war es uns auch nicht möglich, vor Ort spontan einen Interviewtermin zu bekommen. Die Termine müssen langfristig im Vorfeld angefragt werden, ähnlich wie hier beim Berliner Bürgeramt, und müssen nebenbei auch noch dann bezahlt werden bei Zappos. Wie muss man sich diesen Holokratie-Ansatz grob vorstellen? Tony Xi, der Chef von Zappos, begann 2013 damit, Managementpositionen abzuschaffen. Sowohl die Jobbezeichnung als auch Jobprofile, die konkreten Jobprofile, gibt es nicht mehr. Ziel war und ist auch weiterhin, das Unternehmen über verschiedene Zirkel dezentral zu führen. Jeder Mitarbeiter übernimmt dabei verschiedene Rollen und sitzt in verschiedenen Zirkeln, die nach Themen und Ebenen unterteilt sind. Damit schafft man eine bessere Kommunikation zwischen allen, zwischen den ganzen verschiedenen Bereichen. Und neue Ideen können viel freier fließen, weil sie halt nicht mehr in irgendeiner Management-Ebene blockiert werden. Dadurch können neue Teams entstehen, die dann einfach ihrer Passion folgen. Solchen Change-Prozess ist natürlich nicht einfach durchzuführen, weshalb Tony Xi jeder Mitarbeiterin für jedes Jahr, das sie bislang bei Zappos verbrachten, ein Monatsgehalt als Abfindung anbot, falls man mit dieser Art von Organisation nicht leben will. Im Endeffekt verließen 18% aller Mitarbeiter die Firma, also ein großer Personalwechsel, was viel Wirbel aufbrachte, aber jetzt offensichtlich auf einem guten Weg ist. Denn zusätzlich zu ihrem Basisgehalt können die Mitarbeiterinnen verschiedene Badges sich erarbeiten, die für bestimmte Aufgaben und Rollen stehen, die teilweise vorgegeben sind, teilweise aber auch selbstbestimmt gefüllt werden können. Alle möglichen Badges werden in einer Datenbank gebündelt und je nachdem, wohin einen die persönliche Leidenschaft trägt, kann man so im Laufe der Zeit gegebenenfalls auch mehr verdienen. Was wir also hier sehen, ist in den Worten von Angelika, dass selbstorganisiertes Arbeiten und Selbstmanagement die Rückkehr zur Arbeitsethik letztlich bedeutet. Denn gut gemachte Arbeit macht zufrieden und Spaß. Selbstmanagement, Selbstverantwortung, Weiterbildung in Eigenregie funktioniert aber nur mit hochmotivierten und neugierigen Menschen, die an sich schon entgrenzt denken und arbeiten, weil sie ständig von sich aus auf der Suche sind nach neuen Indikatoren, die sie auf ihrem persönlichen Weg weiterbringen. Das ist oft der Weg vom Schneider zum Modeschöpfer, vom Kunsttischler zum Möbeldesigner, vom Koch zum Küchenausstatter, vom Schmied zum Tüftler zum Ingenieur wie bei Adam Opel. Es geht also nicht mit autistischen Tüftlern, Genies, die im eigenen Chaos einen Stern zeugen, frei nach Nietzsche. Es funktioniert auch nicht mit gleichgültigen Zombies, die nur unter extremen Zwang aus ihrem inneren Kreis rauskommen. Es geht nicht mit Menschen, für die Arbeit nur ein Job zum Geldverdienen ist. Es wird nicht funktionieren mit Menschen, deren Privatleben das Arbeitsleben überlagert. Und es geht auch nicht mit Menschen, denen Arbeit an sich schon unsympathisch ist. In diesem Sinne könnt ihr überlegen, wo ihr steht, ob ihr damit was anfangen könnt, ob das was für euch wäre. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bye bye. Ciao.